schnellstmögliche Fahrzeug zum Stillstand bringen. Das heisst, eine Notbremsung. Also in dem Moment, wo das Wasser hinten ist und der Boden ausschüsst, leitet ihr eine Notbremsung ein. Ich hoffe, es kommt einfach nie dazu, dass ich eine Vollbremsung so machen muss. Aber das Wichtige da ist, man lernt einfach, wie man sich darauf vorbereiten kann und wie man reagieren soll. Ja. Es bringt uns mehr Vertrauen im Fahrzeug und die Grenzen des Fahrzeugs können wir so besser kennenlernen. Es wird keine so eine Situation kommen im normalen Betrieb. Aber wenn man es mal geübt hat, dann hat man doch ein bisschen eine Ahnung, was man da kann und muss machen. Das erste Mal einen guten Kurs, Lernen mit Spassfaktor. Das bleibt einem eindrücklich im Hinterkopf, weil da hat man es gesehen, was passiert. Learning by doing.